Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. Jo, da sind wir wieder. Ich habe ein ganz klein wenig weitergemacht am Fahrzeug. Und zwar bei 4 Batterien habe ich jetzt hier seitlich eine Verglasung mit angebracht. Und ansonsten hier so eine Schräge. Hier hinten die Motoren habe ich mit den Hydrogentanks verbunden. Und einen Sauerstofftank mit dazu gebaut, sowie einen kleinen Sauerstoffgenerator. Genau. Soweit dazu. Und dann brauche ich erstmal mein ganzes Geraffel. Das. So. Oh, warte, ich muss die Sounds da noch ein ganz klein bisschen lauter stellen, weil ich habe die nämlich enorm runtergedreht. Sekunde, zack. Down. So. So, dale. Passt. Alles gleich. So, ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht so übersteuere wie in der letzten Aufnahme. Da hat mir irgendeiner ein wenig an meinen Mikrofoneinstellungen wohl herumgedreht. Deshalb ist mir das auch gar nicht aufgefallen, weil ich habe da das Prozedere ganz normal durchlaufen lassen und dann, ja, war doof. So, das hier hinten würde ich ganz ehrlich gesagt sogar so offen lassen. Ich würde hier unten höchstens noch Panzerplatten mit dran bringen. Und zwar würde ich dort Schwere. Was brauchen wir dafür? Wie sieht die aus? Schwere oder eine leichte? Wie sieht eine leichte aus? Okay. Dann bauen wir hier leichte Panzerblöcke mit ein. Einfach so, dass es hält. Dass es halt nach was aussieht. 1, 2, 3. Ach ja, ich habe auch ein paar Ressourcen gefarmt. Ich habe unter anderem Gold gefunden. Muss mal ganz kurz sortieren, damit ich mal ganz schnell die Übersicht habe, was wir denn überhaupt da haben. So, 43.000 Eisen, 7,6k Silizium, Schotter, Magnesium, Nickel, Kobalt. Das kommt auch runter. Genau, und die dann noch. Und dann haben wir das wieder halbwegs ein bisschen sortiert. Schickidi, schick, schick. So, meine Flasche hatte ich aufgefüllt, jawohl, ja. Und dann bringen wir da mal schnell die Panzerung an. Machen wir die so rum, oder? Achso, okay, okay. So. Autsch. Schade, dass man da das Design nicht irgendwie verändern kann. Warte mal, ich versuche mal was. Und zwar, zack. Ah, nee, schade. So, das sind geschrägte. Was ist das hier? Okay. Oh, warte mal, wenn man das so macht. Nee. Nee. Gerade mal gucken, was das so alles gibt. Nee. Auch nicht. Okay, dann wird es wohl hier die normale Platte werden. Ist das hier? Oh, das ist ja cool. So. Dann machen wir die halt auch so. Von unten werden wir unser Auto ja hoffentlich nicht allzu oft sehen. Sondern sieht das so aus. Dann kann hier hinten von mir aus der Aufbau. Warte mal. Zack. Ne, warte. Zack, zack, zack. Achso, Stahlplatten. Jojo, jojo, da holen wir uns, holen wir uns. Huch. Hilfe. Blablabla. Nehmen wir uns einfach mal mit.
Enorm geiles Feedback von euch, Leute. Möchte ich mal an dieser Stelle erwähnt haben. Für die erste Folge, die rauskam. Mega gut. Hat mich echt gefreut. Ja, der ein oder andere, der ist natürlich ein bisschen enttäuscht, dass das sogenannte Community-Projekt quasi beendet ist. Aber man kann es ja auch im Leben nicht immer jedem recht machen. Ne? Ist so. So, warte mal, wenn ich den... Geht das? Ja, das geht. Dann würde ich die einfach hier so herbauen. Da sind die Motoren so ein bisschen frei. Ist die Frage, bauen wir das hier hinten genau so? Oh ja, warte mal. Den machen wir so. Den so. Weil es gibt ja die Auspuffrohre. Ich möchte mal gucken. Ach nee, die gibt's. Gab es die nur für den Kleinen? Muss ich dann gleich mal schauen. Weil wenn es die nur fürs Kleine gab, ist natürlich doof. Dann können wir natürlich keinen Auspuff hin basteln. So. Was kann man denn hierher setzen? Hier kann man dann eigentlich den hier. So, dann mal gucken, wie wir es mit der Beleuchtung machen. Ich habe auf jeden Fall viel zu viele Stahlplatten mit. Ich gebe ein paar gebe ich mal ab, ne? So, dann machen wir einfach mal 2, 2, 2. So. 444, glaube ich, passt besser so. Auspuff. Industrielle Triebwerke. Dum, 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 dum. Wo sind sie denn? Wo ist, da ist er doch. Auspuff vor. Gibt's für große? Ausgezeichnet. Zweimal Auspuff. So, oder? Einfach so, designertechnisch. Muss sein. So, und dann hätte ich aber ganz gerne eventuell, dass es so geht, hä? Ja, gleich mal gucken. Na, weiß nicht, weiß nicht. Eventuell auch nicht. Man könnte die ja eventuell auch hier oben mit dran bringen, ne? Dass man sagt, okay, man macht sich hier mit dran. Aber das sieht dann auch sehr komisch aus, wenn die Abgase so weit oben sind. Hier an den Seiten macht es so irgendwie gar keinen Sinn. Also man setzt sie hier so drauf, ne? Das wäre auch schon wieder lustig, wenn man die hier oben so drauf setzt. Mal gucken, wie das aussieht. Und bin mal gespannt, ob die auch funktionieren, also ob es da dann rausqualmt. Hat ja bis jetzt noch kein Auto damit. Warte mal, vielleicht. Muss mal ein bisschen drehen, das sieht noch so ein bisschen komisch aus. Wie man das Ding drehen kann. Der nach hinten? Oder der nach hinten? Ich würde es so rumbauen. Dreieckform nach vorne. So. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, der Zugang. Ich hätte gerne vielleicht einen richtigen Zugang. Irgendwo hier hinten dann. Dass hier, keine Ahnung, vielleicht eine Leiter runterkommt, dass du dann bis ins Cockpit vor kannst, ne? Irgendwie sowas in der Richtung. Haben wir hier oben Anschluss? Haben wir nicht. Dann brauchen wir da definitiv schon mal eine Förderverteilungsweiche. Weil wir müssen ja dann mit unserem Rohrsystem vielleicht oben ein wenig entlang.
So, farblich lackiert wird das ganze Ding dann am Schluss. Da müsst ihr euch jetzt mal keine Gedanken drum machen. So. Und dann könnte man quasi... Lass mich ein wenig denken. Könnte man hier irgendwie nach oben gehen? So. Genau, da ist quasi der Motor außerhalb. Das ist auch die komplett falsche Spitze. Mann, jetzt komme ich immer total durcheinander, welche Spitze das ich hier nehmen soll. Wo die auch was haben könnte vielleicht. Schauen wir das mal an. So, das sieht so aus. Ui. Kennt man ja noch aus alten Zeiten. Und das sieht so aus. So ein bisschen kantiger, ne? Wie ist denn das? Passt da dann das Ding hier mit her? Würde theoretisch passen. Theoretisch würde das passen. Ich brauche aber dann auch erst einmal meine Frachtcontainer links und rechts. Weil die werden ja definitiv ein Stück herausgucken. Und das müssen wir dann auch irgendwie abdichten, ne? Okay, pass auf. Wir brauchen jetzt erstmal hier die hier. Dann nehmen wir uns mal das hier, das hier, das da, das da, das da, das da. Und nochmal das da. Hä, was? 5 Komponenten können nicht in Produktion gebracht werden, weil... Du sollst ja auch nicht da produzieren, du sollst ja hier produzieren. Kleines Stahlrohr, großes... Warum nicht? Was ist mit dir? Das ist ja komisch. Warte mal. Bedienfeld. Survival Kit. Aktuellen Block in die Schnellzugriffsleistenkonfiguration anzeigen, ausblenden. Bildschirm, Blockterminal anzeigen, Block umschalten. Ja, wenn ich den jetzt ausmache, mein Survival Kit, dann stehe ich damit mein Glück. Ja, dann müssen wir wohl von Hand ein klein wenig was produzieren. So, Sekunde. Oder habe ich die ausgemacht? Kaputt gemacht? Nee, da läuft noch alles. Ja, pass mal auf. Was haben wir gesagt, was wir brauchen? Rohre und interne. So. Produktion, Industrial. Machen wir einfach mal 300 davon. 400 davon. So. Werden wir schon brauchen. Auf Dauer. Dann mache ich von mir aus auch davon. Ich mache auch davon. Davon ein paar. Davon. Davon. Dann haben wir es eigentlich, ne? Stahlplatten können wir nochmal so ein Tausender machen. Au, 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 au. Hör auf. Sag ja, hör auf. Oh, warte mal, nicht, dass der auf Demontage steht. Nee, der steht auf Montieren.
Survival Kit. Okay, das kann gar nicht zerlegen. So, sonst noch einer hier ohne? Nicht? Okay. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Ach, die Power Kits, okay. Wir haben schon seit längerer Zeit kein Signal mehr bekommen, ne? Ich brauche immer noch interne. Na gut. Ach so, warte. Ach, ist er gerade dabei. So. So, dann gehen wir mit dem Röhrchen mal nach oben. So, mit Anschlussflansch. So, und dann kommt hier eine T-Stück rein. Ach, warte mal, dann müsste ja das auch geflanscht sein, ne? Ja, diesmal lege ich ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen mehr Wert auf Design als das letzte Mal. So, aber dann stehen hier nämlich die Container und das müsste dann ungefähr schön in den Mittelpunkt mit reinpassen, hoffe ich. Also mal der hier. Oh, die brauchen doch schon recht viel Material, ne? Ja, müsste ich mal mit einem normalen Förderband vergleichen, wie es da ausschaut. So, lass mal gucken. Na, ich glaube, eins weiter hinten wäre es ein bisschen idealer. Obwohl, vorne haben wir ja nicht so viel. Hinten im Bereich kommt ja dann ein bisschen mehr. Das heißt, das könnte zum Schwerpunkt ausbalancieren, könnte das reichen. Ich mache einfach mal weiter. So, dann schauen wir mal, ob wir da industrielle Container ranklatschen können. Sind die da mit drin? Ja. Zwei Stück. Hui. Das sind, die schauen schon mächtig aus, die Dinger, ne? So, wie rum wollen wir die setzen? So sieht das aus, so sieht das aus, so sieht das aus. Haben wir an der Oberseite noch was? Nein, haben wir nicht. Okay, wir haben nur diese vier Anschlüsse. Dann würde ich ihn aber einmal drehen. Damit ich gegebenenfalls noch einen Adaptiv mit dran bauen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Dann könnte man nach vorne noch was adaptieren. Warte mal, aber dann... Dann müsste ich im Vorfeld noch mal einen nach hinten... Müsste ich im Vorfeld nochmal einen nach hinten. Das würde, glaube ich, um einiges besser aussehen. Ich schmeiße das Material nochmal eben weg. Also in den Container. So, zack. Dann gehen wir da noch eins nach hinten. So, die Kreuzung. Nee, das ist falsch. Das da brauche ich. Jetzt habe ich ihn falsch gesetzt, ne? Nee, das passt so. Das wird schon so ein Okolyt werden, Freunde. Da könnte man hier theoretisch dann hinten noch die Sachen mit dran flanschen. Siehe Raffinerie oder sowas, ne? Das bedeutet aber, wir müssen hier nochmal ordentlich Material mit produzieren. Ach so, ja, ja, warte mal. Machen wir 400 Metallgitter gleich nochmal mit dazu. Oh, habe ich die komplette interne schon weg? Wenn dann so. So, das mal geswitcht, das mal geswitcht. Dann sollen die erstmal jetzt die Metallgitter hier bauen.
Genau. Ja, irgendwie so. So oder so ähnlich. So, jetzt hier noch ein paar Metallgitter. Da haben wir zumindest den ersten Container schon mal fertig. Und den können wir uns dann mal etwas genauer angucken. Ist ja auch das erste Mal für mich, dass ich hier so einen Industriecontainer jetzt baue. Oh, es ist so unmenschlich warm wieder. Mag ich nicht. So, Industriecontainer gebaut. Dann schauen wir uns das ganze Ding mal an. Ob diese Klammern hier mal eine Funktion haben werden? Bin ich mal gespannt. Oh, das hätte bestimmt auch nicht schlecht ausgesehen. Wie groß sind die? Die sind 2 groß. Wenn man nicht hier außen ran nochmal so einen Tank ranpflanscht. Das sähe bestimmt auch mega gut aus. Müssen wir uns mal angucken. Interne. Kommt. So. Und noch mehr. Wie viel braucht das? 360, okay. Kann man machen. Warte mal, 3, 6, da sind wir ja über 1000, da muss ich gleich nochmal hier. Flatsch. Rinn damit. So, du willst ja nichts. Doch, du willst was produzieren, brauchst du aber nicht. Sorry, Kumpel. So. Da muss ich auch gucken, wie ich dann das Cockpit mache, weil hier vorne... ist dann vielleicht ein bisschen klein. Vielleicht machen wir hier vorne noch einen kleinen Vorbau. Dann sind die Räder... na, aber man ist ja vom Fahren eigentlich so gewöhnt, dass man immer hinter der Vorderachse oder auf der Vorderachse quasi sitzt. Dann wäre hier so das... der Sitz. Ich könnte höchstens ein bisschen rumprobieren. In der Hoffnung, dass mir hier nichts wegfällt. Jetzt pass auf. Hier machen wir jetzt erstmal den hier ran. So, den hier müssen wir einen nach hinten versetzen. Ich hoffe, das geht. Ja. So, Erdsensor. Der kommt hier rein. Müssen wir dann oben mit Platten abdecken, aber das ist ja dann weniger das Problemchen, würde ich behaupten. So. Was ist mit ihm? Ihn kann ich einfach wegflexen und ihn daneben auch. So. Zack, runtergefallen, kaputt. So. So und so. Und so. Machen wir so? Nee, schaut ja scheiße aus. Lass mich kurz sinnieren. So. Tipptopp. Hier kommt dann quasi auch der dann so ran. Sieht das wenigstens halbwegs wie gewollt aus. Ach hey. Materialmangel! Achso, ich bin gleich wahrscheinlich wieder fast voll. Ja. Weil ich hier der Kuppel und so. Aber da dürfen wir dann mehr als genügend Frachtraum haben für was auch immer. Also ein bisschen Landtransport können wir damit schon machen. So. Wir könnten obendrauf natürlich eine Solaranlage damit drauf klatschen. Damit wir keine Stromprobleme haben. So und so.
Genau, dann kann da eventuell die Beleuchtung noch mit rein. Aber da gucken wir dann gleich mal. Und obendrauf dann quasi das Cockpit. Wir haben schon alles Material für beide hier. Echt? Okay. Ich habe nichts gesagt. Aha. Oder hat irgendeiner was gehört? Ich hoffe nicht. Und dann müssen wir hier noch irgendwie eine Krankenstation mit reinbringen. Beziehungsweise Krankenstation. Ja, das kriege ich schon noch fertig geschweißt. Krankenstation vielleicht nicht. Eine Kryokammer mindestens. Und ein Survival Kit irgendwo. Er muss ja nicht unbedingt... Na doch, sollte schon mit der Sauerstofffabrik mit verbunden sein. Vielleicht... Vielleicht macht man die hier hinten rein. Weil da macht man hier eventuell zu. Dann kommt der weg. Dann braucht man quasi ihn hier. Achso, hat das Survival Kit oben einen Anschluss? Nee. Natürlich nicht. Das ist doof. Er muss das auf dem Kopf hängen. Hilft ja alles nichts. La 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 la. Lo. Zip. Wir müssen auf jeden Fall noch ein wenig, da bin ich auch total falsch, Eis besorgen. Ich habe da keine Ahnung. Wie viel Eis ich da schon... Ja, Mensch. Sehr fix. Ich habe keine Ahnung, wie viel Eis ich da schon reingeballert habe, aber es war nicht gerade wenig. Also ins Fahrzeug. Und die Hydrogen-Tanks sind nicht voll. Also sie sind hier vielleicht so 80% oder was? Ah, 75,2. Also da passt ordentlich rein, wenn man mal guckt. Eine Million Liter passen da rein. In den kleinen Hydrogentank. In einen kleinen. Also da geht schon was. So, hier hinten würde ich eventuell noch auflegen. Eine Fabrik. Eine Montageanlage meine ich. Und so eine... kleine Raffinerie. Muss nicht die große sein. Achso, ich hätte vielleicht Material mitnehmen sollen. Die große bauen wir dann bei unserer Basis. Sofern wir einen Basisplatz gefunden haben. Ne? Das ist immer vorausgesetzt. So. Die Kryokammer, die kann man ja theoretisch hier oben drauf machen. Einfach nur so spaßeshalber. Kann ich denn schon medizinische Komponenten bauen? Nee, weil dafür fehlt Silber. Okay, es fehlt Silber. Kann ich mitleben. Da kann ich mitleben. Dann kommt erstmal noch keine Kryokammer hin. Scheinwerfer. Ich finde es enorm schade, dass die Scheinwerfer... Was ist das denn hier? Eine Schießscharte. Ich finde es enorm schade. Muss ich jetzt nur finden. Da sind sie hier, diese. Dass diese versetzten Leuchten hier nicht angebracht werden können. Das wäre so cool, diese Dinge hier dran zu haben, aber nee. Dann schlagen wir uns halt mit den normalen Lampen rum. Wobei das ja dann hier solche Okolyten sein müssen. Machen wir da ein oder machen wir zwei? Ich würde sagen, wir machen schon zwei. Hier rein einfach. Hui.
gerade mal dagegen gestoßen. So und so. Dann haben wir die Scheinwerfer da schon mal. Gut, Freunde. Aber für euch ist es mal wieder an der Zeit, ne? Aua. Ja. Ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein und fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ein klein wenig weiter am Fahrzeug basteln. Ja, und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski.